Auf ihrer Farm bei Monteriggioni widmen sich die Taddeis der Zucht und Ausbildung von Maremma-Pferden. Das tun sie im Kundenauftrag oder für den Verkauf auf eigene Rechnung. Sie wollen beweisen, dass die Rasse zu mehr taugt als dem Hüten von Rindern und nicht störrisch, sondern vielmehr sanft und aufmerksam ist. Vittorio ist Anfang 50 und ein echter Pferdeflüsterer. Seine Trainingsmethoden basieren auf denen der Butteri, sind aber unkonventioneller und sanfter. Das hat sich schon herumgesprochen. Aber so ganz vertraut noch nicht jeder dem selbsternannten Buttero. Anders als die Pferde. Ich versuche sie zu überzeugen, mir zu vertrauen, ohne ein Trauma vor dem Sattel zu bekommen und morgen nur noch Angstzustände zu haben. Wenn ich also ein junges Pferd ausbilde, überzeuge ich es nicht mit Gewalt, sondern spielerisch. Ganz ohne Stress, ohne jegliche Gewalteinwirkung. Ich überzeuge spielerisch und mit Streicheleinheiten. Denn wenn das Pferd Angst bekommt, macht es nicht mehr mit. Vittorio ist gelernter Metzger, der mit etwa 30 Jahren buchstäblich umsattelte und Pferdeflüsterer wurde, inspiriert vom Großvater. Vor 12 Jahren lernte er die 20 Jahre jüngere Elisa kennen, über ein Pferd. Ich hatte schon von ihm gehört und ihm ein Pferd in die Ausbildung gegeben. Ein Fohlen, das ein bisschen schwierig und bockig war. Und dann haben wir uns verliebt. So habe ich über das Pferd meinen Ehemann kennengelernt. Und jetzt haben wir eine Familie, arbeiten zusammen, alles mit und wegen der Pferde. Vittorio und Elisa verfolgen ein konkretes Ziel. Sie wollen das Maremma-Pferd, das lange Zeit als reines Arbeitstier galt, als träge, bockig und bissig, sozusagen hoffähig machen und zeigen, was alles in den Tieren steckt. Und das tun sie auf eine ganz eigene Weise, die sehr auf die Psyche der Pferde eingeht. Früher wurden die Tiere mit Gewalt gebrochen und eingeritten. Vielleicht stammen die Vorurteile gegen Maremma-Pferde daher, denn auf Härte reagieren sie dickköpfig und unwillig. Vittorio fordert sein Tier jedoch auf die sanfte Tour. Er bringt seinen Pferden spielerisch, ohne jeglichen Zwang, bei, was er von ihnen will. Und er erzielt Resultate, die weit über die übliche Cowboy-Arbeit hinausgehen. Wir haben jetzt eine Ebene der Ausbildung und des Vertrauens erreicht, die zu den höchsten gehört, die ein Pferd mit seinem Reiter erreichen kann. Und das alles völlig undramatisch, mit Geduld und Ruhe, ohne Sporen, ohne Peitsche, ohne alles. Wichtig ist, dass das Pferd die Kommandos versteht, die ich ihm gebe, und dass es freiwillig macht, was ich will. Das meine ich damit. Schön ruhig, leg dich wieder hin. Er ist völlig ruhig, vertraut mir. Und das alles ohne Stress. Die Pferdeflüsterer Vittorio und Elisa wollen ihre Kunst in Kürze auf einer regionalen Pferdeshow vorstellen. Davon hängt viel ab. Sie wollen ein paar Pferde verkaufen und andere zur Ausbildung gewinnen. In Toscania, im Süden der Toskana, haben sich unterdessen Berufs- und Hobby-Cowboys der Maremma versammelt.
Alles dreht sich mehr oder weniger um den Einsatz von Pferden auf der Weide, mit Rindern oder Artgenossen. Zum Beispiel wie eine galoppierende Fohlenherde gebremst wird. Unter den anfangs skeptischen Blicken der Kollegen beginnt die Vorführung von Elisa und Vittorio, eine Art hohe Schule der Cowboy-Dressur, zur Akquise neuer Kunden. Auch Tochter Melissa fiebert mit. Dann kommt die Show-Einlage der Taddeis. Papa ist toll. Warum? Weil er für mich eben der Beste ist. Es ist vor allem die Art, wie er mit dem Pferd arbeitet. Er fordert viel von dem Tier, aber auf eine sehr sanfte Art. Und genauso muss man das machen. Geschafft. Vittorio und Elisa sind froh, ihre Scuderia, ihren Reiterhof, erfolgreich präsentiert zu haben. Wir leben ja mit und von den Pferden. Und solche Veranstaltungen hier sind Arbeit und Vergnügen zugleich. Sie sind wirtschaftlich wichtig, denn als Ausbilder wird Vittorio natürlich nach der Leistung der Pferde und Fohlen beurteilt. Das ist wichtig für neue Aufträge. Und wir machen das natürlich auch, weil unser Herz für die Maremma schlägt. Und für die Pferde der Maremma, die Vittorio ins Schwärmen geraten lassen. Ich bin völlig eins mit dem Pferd. Also ich verhalte mich nicht wie eine dominante Person, die über das Tier bestimmt. Ich fühle mich wie ein Teil des Pferdes, weil ich seine Vibrationen spüre, seine Intentionen, seine Stimmungen. Wenn er gut drauf ist und gut arbeitet, macht mir das eine immense Freude. Das ist unbeschreiblich. Also ich sehe mich nicht als Reiter, sondern als Teil von ihm.